Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen meine Bedürfnisse aufzupolieren. Ich weiß gar nicht, wann muss ich das nächste Mal zur Arbeit? In 14 Stunden. Weil ich hatte da eine Idee. Und zwar könnten wir ja theoretisch einfach mal, wenn wir die beiden halt zusammenbringen wollen, was ja meine Absicht durchaus ist, ausgehen. Zusammen. Ist bestimmt eine gute Idee. Oder so. Schnell duschen, um nicht so viel Zeit zu verschwenden. Sehr gut. Und dann lasse ich ihn bitten. So. Mehr Auswahl. Abverabredung. Sehr gut. Und dann habe ich auch schon eine Idee. Und zwar haben wir den Patrick ja eigentlich quasi im Park kennengelernt, ne? Wenn das kein gutes Zeichen ist, dann sollten wir doch einfach mal versuchen, unser Glück. Und suchen sie das immer im Park ein schönes Plätzchen. Auch wenn es schon spät ist, aber wenn der Mondschein über dem See scheint, der Mondschein scheint. So, und dann haben wir hier ein Ziel bekommen. Verabredung, Kontakt knüpfen. Gut. Was ist das hier? Oh, wir können hier sogar essen. Okay, dann würde ich sagen, Moment, gemeinsam sitzen, ne? So, jetzt schauen wir mal. Also sitzen und mit Verabredung sprechen. Das kriegen wir hin. Wer gräbt denn hier eigentlich wen mehr an? Also ich ihn, wenn, weil er hat irgendwie gar nichts für mich übrig. So. Wir plaudern mal eine Runde. Was will der denn hier? Vadish, Doba. The Tor Rule Berserk. Oh, Moosh Bepso. Arpanaya. Ooh, Kaba Dizi Inja. Oh. Also ich habe nicht die geringste Idee, warum sie sich dazusetzen müssen, aber irgendwie stört das. Genau, ihr wolltet eh gehen. So. Verspielt sein lassen. Nein, jetzt hat er von dieser Tante auch noch gelernt, faul zu sein. Das gibt's ja wohl nicht. Ah. Oh. That is. Babwa. Sponge and Azulyaga. Abzo. Eater Jube. Bewunderung. Supta. Oh. Mobsy. Yibsy. Bluff. Jangan is web. Ob das immer gut geht. Sibawam. Das mischst du dich eigentlich ein, du alte Schnake. Galarga Fenosa, Batanabe, Tanini, Shiba Nyabans, Olnab. Schwabe? Nibor. Aha. Makosa. Oho. Yabasane. Mal gucken, ob ein Anmachspruch zieht. Ja, du störst, Dame. Geh einfach mal woanders hin. Bibabawa, Yiv. Ja, ha, das bin ich. Ha. Ja. Du störst. So.
Okay, das haben wir erreicht. Jetzt kommt's. Oh, weia. Oh, oh. Zippes Yemu Tib-Tib? Vadish. Es scheint mir zu gefallen. Jetzt muss ich mit dem irgendwie verspielt sein lassen. Ah, ist das verspielt? Ich weiß es nicht. Das hat nicht geklappt. Wir sind Männer, versuchen wir es mal schlüpfrig. Das hat geklappt. Jetzt hör mal auf zu... Alter, was will die? So, jetzt geh mal weg da. Kunde mal. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also, Sims gleitet sich verspielt sein. Galpa Longi. Fumu. Watso. Watso. Knuddeln, das dürfte auch ziehen. Bena Garza. Ja, empty ist er weg. Nein, das will ich nicht. Okay. Empe Chilo. Mirbani. Patur. Penny Rujenga. Abani. Antrip. Papen. Bachi. Smega. Bonaccini. Geht das auch andersrum? Also mit der schlüpfrigen Frage, das ging ja, aber verspielt sein lassen. Nee, das hat nicht geklappt. Versuchen wir es mal mit Ehrlichkeit. Die Zeit läuft ab. Also ich glaube, das müssen wir noch ein paar Mal häufiger machen. Aber was hier gleichzeitig verspielt sein lassen, das ist, Vielleicht ist das ja verspielt. Noi. Noi. Fras Bobsel, Chichi, Hish Bipsel Lagouche. Die Zeit läuft ab. Wir schauen mal eben in die Elemente rein, ob wir da herausfinden können. Ich bin verspielt. Ein Spinner vielmehr. Mhm. Naja, ich bin auch steinmüde. Vielleicht liegt es daran. Was könnten wir noch probieren? Leidenschaftlich küssen, das wird nicht funktionieren. So vielleicht. Paguna de Roib. Bleach de Borg. Buna. Wibbis. Oh. Vadish. Nar. Vadish. Vadish. Doba. Ich habe das ungute Gefühl, dass die Zeit nicht mehr reicht. So, was gibt's jetzt? Chelte. Anji. Das Ziel. Oh, yeah. Nicht zu verspielt. Mal schauen. Tag verschönern, beste Freunde. Nein, wir wollen nicht in die Friendzone. Wir versuchen es mal mit Ehrlichkeit. Er scheint nicht davon begeistert zu sein.
Locks win. Gleam. Mwah. Neeb. Oh-ho. Flurbus. Warva. Quibs. Oh, and a zook. And a zook. Muss ich das wieder übernehmen hier? Ah. Bleib mal hier. Hallo, bleib mal hier. Boah, der stinkt aber auch hier. Hello, shall we be? Fuss. Oh, just in a branch. Ours is. What dis a bama do? Oh. Ah, Abadola. Barbehe Grenache. What is a Bernard? Das hat auf jeden Fall geklappt. Early Kadab, Sir Bava. Skuni. Ja. Moenaya. So, und jetzt haben wir hier. Ich weiß ja nicht. Das halte ich noch für ein bisschen sehr früh. Wir versuchen's. Sickafoos. Das kann eigentlich nur in die Buchse gehen. Ah. Trotzdem Aufgabe nicht gelöst. Hier habe ich auch mehr Trefferfläche. Romantik. Alles mit dem verspielt und so. Oh, par, bro. Gottes Willen. Ja. Das Problem ist jetzt, kriegen wir das nochmal hin? Wahrscheinlich nicht. Ups. Mich hier. Romantik. Hände küssen. Bitten? Nein. Hose anbieten? Nein. Händchen halten? Es ist aber, naja. Ich denke mal, beim nächsten Mal bekommen wir das hin. Außerdem sind wir irgendwie müde. Dann gehen wir mal ins Bett. Naja, Silber, immerhin. Und wir hatten unseren ersten Kuss. Also ich glaube, das könnte geklappt haben, theoretisch. Gehen wir mal zurück nach Hause. Immerhin haben wir morgen Arbeitstag und da wollen wir nicht zu spät erscheinen, denn wir haben ja jetzt die Aufgabe für unsere neue kleine Familie hier, Kohle ranzuschaffen. Fensterläden werden verschraubt. Spätestens wenn wir dann anfangen irgendwie... Ja, und jetzt? Ich bin müde, ne? Gehe ich mal ins Bett, würde ich sagen. So, was habe ich noch für Bedürfnisse? Ist denn morgen mit Arbeit? Oh Gott, in 4 Stunden muss ich raus. Ach du Kacke. Da müssen wir eventuell mal so einen Kaffee reinschmeißen oder so. Ich weiß nicht, ob das dann was bringt. So. Na, wie sieht's aus? 7 Uhr. Könnte eng werden. Na, ah, der Kollege, dem gefällt auf jeden Fall die Badewanne. Dann gehen wir mal eben frühstücken. Warum geht's dem eigentlich so gut? Hallo, nicht verpennen! So, frühstücken, Rührei. So, auf zur Arbeit, nicht, dass du zu spät kommst. Axt!
So, dann wollen wir mal gucken, dass der hier gleich, wenn ich nach Hause komme, glücklich ist. Der wird hier erstmal Schlaf nachholen. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Und dann kann er erstmal aufräumen. Ja, und da habe ich mir schon gedacht hier, ne? Der will ein verspieltes Gemälde machen. Kostet natürlich richtig Geld, aber lassen wir ihn mal. Und der malt auch richtig, seht ihr das? Naja, das ist auch wirklich sehr verspielt. Okay. Und der pennt schon wieder. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl ist. Schnarcht der? Er macht nur ein Nickerchen, ne? Nur Glück gehabt. Was hat denn da gemalt überhaupt? Wollen wir mal gucken. Eine Eisenbahn! Wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist natürlich sehr verspielt. So, Kollege, ich komme gleich nach Hause. Dann mache ich schon mal irgendwie Ordnung. Genau. So, was wir uns als nächstes leisten wollten, das wäre, glaube ich, dann noch ein besserer Ofen, damit wir noch ein bisschen besser kochen können. Ich weiß gar nicht, warum benutzt eigentlich niemand hier diese Kaffeemaschine? Ach, trainieren wollte er auch noch. Genau, da wollen wir auch noch was verkaufen. Mir geht's nicht so gut. Sind denn meine nächsten Ziele? Elektrogeräte im Wert von 3, insgesamt 10 Stunden Programmieren üben, ist mein nächstes Hauptziel. Okay. Aber ich glaube, wir haben erstmal ganz andere Sorgen. Oh, kann er auch kochen? Ich weiß ja nicht. Gott. Was habe ich eigentlich für Klamotten an? Ich glaube, ich möchte mal ganz dringend schlafen gehen. So, eben einmal knuddeln und dann ab ins Bett. Bitte auch in der Reihenfolge. Gute Nacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Spaß im Sommer haben. Jeder braucht Spaß im Leben. Setz dich vor den Fernseher, spiele Schach oder ein Videospiel. Schach könnte man natürlich zusammenspielen. Was kostet denn so ein Schachbrett? Ich persönlich spiele ja auch Schach. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet. Schach. So haben wir uns ja kennengelernt, ne? So, was haben wir denn da? Ach komm. Nehmen den Boxsack. Und dann brauchen wir dazu noch ein paar gescheite Stühle. Wohnzimmer. Wohnzimmersessel. Komfort, Umgebung. Das hier sind doch geile Sessel. So, wie so Opa vom Schachbrett sitzt. Geil. Sehr schön. Das gefällt mir. Überhaupt finde ich dieses Spiel wirklich richtig, richtig cool. So, beide am Schlafen. Immer noch nicht in einem Bett. Wir haben 19 Uhr und ich muss jede Menge Spaß nachholen. So, das heißt, als erstes Mal Abendessen servieren. Knoblauchnudeln. So, was machst du in der Zeit? Blase, du musst mal Pipi. Ups. So, dann räumst du mal hier den Müll weg. Und dann spielen wir beiden gleich noch eine schöne Runde Schach. So, zum Abendessen rufen. So. Ja, und ich rufe euch auf den Sendeplan zu schauen. Er hat gar keinen Hunger.
Da gibt es noch fantastische weitere Sendungen, die ihr vielleicht sehen wollt, hier in eurem Sims-Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut, denn wenn die Spiele nach eurem Geschmack sind, nach meinem Geschmack sind, vielleicht auch nach eurem. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.